Also, bekannte Memes, die Menschen das Leben ruinierten. Bin gespannt, wer da alles drin vorkommt. Wen predikten wir? Ich predikte den Ich muss raus. Alarm! Alarm! Memes sollten ja eigentlich vor allem eins sein, und zwar lustig. Doch auch wenn Memes Millionen Menschen zum Lachen brachten, so führten sie manchmal auch dazu... So, und da ist er schon, der Unreal Tournament Boy. Hallo Waldtrieger. Ich habe ein Video reingeschickt, wie gesagt, ich gucke dann für den nächsten Stream dann, was ihr jetzt alles reingeschickt habt unter den Stream an Videos, die wir angucken können. Hallo Vicky. So, dass Personen ganz unfreiwillig zum... das ist der, oder? Das ist der Unreal Tournament Typi. Spött wurden und manchmal... Habe ich schon mal von gehört, dass es dem nicht mehr gut geht. ...schwer darunter litten. Genau solche Personen und ihr heftiges Schicksal zeigen wir euch jetzt hier bei Wissenswert. Beginnen wir direkt mit einem der berühmtesten Memes der Welt. Hey, den kennen wir doch. Der Hide the Pain Harold. Aber der fühlt es doch richtig, oder? Also der schlachtet das ja voll aus, dass der da jetzt ein Meme geworden ist. Also was ich gesehen habe, da kannst du den irgendwie buchen oder so. The Pain Harold, dem alten Mann, der so wirkt, als würde er versuchen, irgendeine Art von Schmerz zu unterdrücken. Der 78-jährige Mann, der eigentlich Andras Arato heißt. Big Brain Time von Baureihe hier. Grüßt sich einfach selber in der Zukunft auf YouTube. Wild. Kommt aus Ungarn und ließ sich im Jahr 2010 für Stockfotos ablichten. Stockfotos sind Symbolbilder, die eingesetzt werden können, wenn Unternehmen keine eigenen teuren Fotoshootings machen wollen. Jetzt mal ehrlich, lohnen sich eigentlich so Stockfotos? Weil ganz ehrlich, wer kauft die eigentlich? Außer jetzt irgendwelche großen Unternehmen, die halt benutzen wollen. Aber sonst, so die piratet doch jeder und findet da irgendwo welche ohne Watermarks, oder? So, wer ist denn die Zielgruppe eigentlich für Stockfotos? Nachdem seine Bilder dann in einigen Werbungen auftauchten, jetzt grüßt ihr euch alle selber, sich ungarische Internet-User über Andrasch lustig zu machen. Und das mit teilweise sogar ziemlich gehässigen Sprüchen. Andrasch Arato war schockiert darüber, wie das Foto in seinen Augen missbraucht wurde. Jahrelang kämpfte er dann sogar gegen die Verbreitung an und versuchte die Memes schließlich sogar löschen zu lassen. Schon früh bereute er das Shooting überhaupt gemacht zu haben und wollte einfach nicht akzeptieren, dass er zum Gespött wurde. So. Aber das ist copyright-mäßig doch alles easy. Und ich meine, wenn er Stockfotos macht, die sind ja gerade dafür da, dass halt irgendwelche anderen Firmen das nutzen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben. Firmen können sich den Image-Schaden nicht leisten, wenn eine Klage kommt wegen Stock-Image-Urheberrechten. Ja, ich denke schon, das ist klar, Firmen, die kaufen sich das schon. Aber wenn ich jetzt irgendwie für 2 Sekunden irgendjemanden einblenden muss in meine Videos, der halt einfach dämlich guckt und da finde ich jetzt ein Stockbild, wo das gut passt. Also ganz ehrlich, ich habe nicht die Urheberrechte für alles, was ich in meinen Videos verwende, weil halt bei mir auch alle 3 Sekunden irgendein Cut kommt. So hoffte er einfach darauf, dass der Hype schließlich irgendwann abebbt. Doch das tat er nicht. Das ist auch so ein Meme, ganz ehrlich. Wirklich, dieser Hype hat nicht abgeebbt. Hide the Pain Harold, den siehst du heute noch in Social Media überall. Ganz im Gegenteil. Warte, nicht auf der Gamescom, glaube ich, habe ich auch gesehen, ja. Das meinte ich ja, der fühlt das mittlerweile richtig so. Der hat das erkannt und embraced es jetzt richtig und ja, macht da Business draus. Wie er sagte, wurde auch sein Bluthochdruck dadurch so stark, dass er auch gesundheitlich heftig das zu leiden begann. Irgendwann drehte er den Spieß jedoch um und beschloss, sich das Leben nicht ruinieren zu lassen. Eben, guck, stattdessen der nutzt akzeptierte es einfach. Er einfach, dass er zum Meme wurde und nutzte es sogar als Chance. So vermarktete er sich selbst einfach als Hide the Pain Harold und wirkte seitdem in vielen Werbekampagnen mit. Vor 3 Jahren war er sogar in einer Coca-Cola-Werbung zu sehen und auch in der ungarischen Version von The Masked Singer. Alter, was ist das denn? Warte mal, was? Coca-Cola-Werbung zu sehen und auch in der ungarischen Version von The Masked Singer. Also ich habe The Masked Singer oder wie auch immer das im Deutschen heißt, ich weiß es gar nicht, ob das einen eigenen Namen hat. Ich habe das noch nie geguckt, aber sind die Personen im Kostüm nicht auch die singen? Kann Hide the Pain Harold singen? Weird. Was machen wir heute eigentlich? Wir machen Reacts. Das ist erstmal geplant. Ein weniger schönes Ende fand unsere nächste Story. Und zwar geht es... Wie lange brauchst du nach Salzburg eigentlich? Möchtest du jetzt berechnen, wo ich wohne? Keine Ahnung, wie lange brauche ich nach Salzburg? 3 Stunden oder so? Und das koreanische Model Heidi Ye. Heidi, kenne ich die?
Wisst ihr jetzt nur von dem Bild her, welches Meme sie ist? Das müssen ja schon große Memes sein, dass die das Leben ruinieren und nicht was, was nur eine Woche zu sehen ist. Ich kenne sie jetzt erstmal nicht. Für nichts, als sie im Jahr 2012 hey, Team Pommes, danke schön. Eine Schönheits-OP-Klinik machte. Das Werbefoto zeigte sie mit einem Mann und Kindern als Familie und die Augenlider der Kinder waren darauf so gefotoshoppt, dass sie völlig anders aussahen als das habe ich noch nie gesehen, dieses Bild. Die vermeintlichen Eltern. Somit sollte suggeriert werden, dass die Erwachsenen eine erfolgreiche Schönheits-OP hatten. Heidi Ye konnte jedoch nicht damit rechnen, weil ich finde es so schade, dass nicht täglich mehr kommen auf dem Hauptkanal. Also ich habe ja keine Cutter oder irgendwas. Ich mache ja alles selbst. Und ich sag mal, so aufwendig, wie ich meine Hauptkanal-Videos mache, ist es unmöglich, dass da jeden Tag was kommt. Was dann passierte? Tatsächlich verbreitete sich im Internet nämlich schnell das Gerücht, dass sie ihrem Mann eine Schönheits-OP verschwiegen hätte, ihm dies nach der Geburt der Kinder aufgefallen sei und er sie dann verklagt hätte. Obwohl diese Geschichte völlig fake war, glaubte es nicht nur die ganze Welt, sondern danke, die Pommes, aber ich mache alleine meine Videos weiter. Ich finde es ganz cool, dass ich da komplett die von vorne bis hinten selbst gestalten kann. Und sogar ihre eigenen Verwandten. Nein, ich bin nicht Otto Eduard Leopold. Das fangen wir jetzt nicht an. Kleine Info, du hast einen Bot in den Kommentaren. Alter, ist schon wieder dieser Rababs auf Telegram. Ist der schon wieder am Start? Warte mal. Alter, ich blockiere den ungefähr dreimal täglich, als ob der jetzt schon wieder am Start ist. Ja, moin. Ja, moin. Oh, fucking Rababs und Telegram. Alter. Ja, moin. Ja, jetzt musste ich jedes Mal das Video starten. Boah, der hat ja schon wieder überall drunter kommentiert. So, ab in YouTube Studio. Kommentare. So, Nutzer auf Kanal ausblenden. Oh, bann den maybe mal. Ich bann den andauernd. Aber das ist halt immer neu. Jetzt ist es schon Rababs on Telegram Strich, Punkt, Punkt, Strich. So. Das ist immerhin immer der gleiche, der hier kommentiert hat. Ja. Alter, mich nervt das so. So, weißt du, ich kann ja auch nicht mehr machen, als den zu bannen. Und dann ist es halt nächstes Mal wieder einer zurück. Einfach mit einem Punkt mehr im Namen. So, was soll ich tun? Vielleicht kann ich irgendwie Nutzer komplett bannen, die einfach Rababs im Namen haben oder so. Ich weiß es nicht. Ah. Das ist schon berühmt, dass du Fake hast. Nee, aber Bots hat halt ungefähr überall. Und das nervt so hart. Werden halt einfach nur die Leute bei mir belästigt. Wenn ich ungefähr rechne, da wohnst du im Raum Donauwörth, Nürnberg oder so. Junge, das mit den 3 Stunden war es auch geschätzt. Ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht mehr, dass Salzburg an der Grenze liegt. Anschließend wurde sie in der Öffentlichkeit angefeindet und bekam schließlich auch kaum noch Modeljobs mehr. Aber hat irgendjemand von euch dieses Meme mal gesehen? Heidi litt so sehr unter den Gerüchten, dass sie nicht mehr richtig schlafen konnte und auch nervlich zeitweise am Ende war. Letztendlich verließ sie... Aber vor allem, wenn dann solche Fake-Stories entstehen, so dann ist halt echt scheiße. Ich sag mal, wenn du ganz normal einfach nur ein Meme bist, hat es ja jetzt nicht viel Nachteile. Aber sowas ist dann schon echt assi. Auch noch ihr Freund, weil er von den kennt das auch nicht, okay. Genervt war und daher nicht mehr mit Heidi gesehen werden wollte. Weiter geht's mit einem der wohl bekanntesten deutschen Memes, was sogar international Millionen von Menschen erreichte. Ja, jetzt kommt das Angry German Kid. Hat gerade schon jemand im Chat predicted. Bei den kenne ich, bei dem weiß ich, dass der dann irgendwie viel gemobbt wurde und so dafür. Das ist echt traurig. Gangster. Aber das ist auch wirklich so eins der größten deutschen Memes. Das war wirklich, bevor es Memes überhaupt so wirklich gab, war der schon eins. Ein Jungen, der gleich durch zwei verschiedene. Bevor es gäbe von dir eine Fake-Story, das wäre halt echt scheiße, ja. Wurde ja, verstehe ich. Einmal mit diesem Video, in dem er ausrastet, weil er Computer spielen will. Unreal Tournament spielen! Ich benutze ihn ja teilweise selbst in meinen Videos, den Kollegen da. Und einmal mit diesem Video, in dem er singt. Was willst du tun? Es war so gestellt, ja, ich weiß. Ich bin ein echter Gangster, ich habe ein
eine 5 in Mathe. Ich bin halt echt der Gangster, war halt auch echt funny. Der Typ hat halt so viele Memes gemacht, bevor es Memes überhaupt so wirklich gab. Der Typ ist ein absoluter OG. Damals 13-jährige Norman Kochanowski nahm beide Videos auf, nachdem er eine Kamera zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Und sein Fall beweist, ja, krass, dass sich das sowas so schnell verbreiten kann. Videos außer Kontrolle geraten können. Sein echter Gangster sollte nämlich von Anfang an nur eine Kunstfigur sein. Und trotzdem glaubten alle Zuschauer damals, dass der Teenager es. Schon mitbekommen, Paluten ist Vater geworden. Video ist vor 15 Minuten online gegangen. Ah, cool. Wenn ihr wollt, können wir uns das auch noch anschauen. Habe ich nichts gegen. Es ernst meint, mit dem Angry German Kid Video wurde es noch schlimmer. Dieses fertigte er nämlich im Auftrag eines anderen Internet-Users an, der es anschließend online veröffentlichte. Und hier glaubten alle, dass es echt sei und der 13-Jährige ein völlig durchgeknallter Junge ist. Sogar in einer Doku eines deutschen Fernsehsenders wurde er als Beispiel für den besten YouTuber und Fischstäbchen-Fabrikleiter von Deutschland. Frank ist bestimmt stolz auf dich, Leute. Ich habe für eine neue Aufnahme habe ich Franks Fischstäbchen wiederbelebt in City Skylines 2. Dauert noch, bis das Video kommt, aber ihr könnt euch zu 100% sicher sein. Franks Fischstäbchen kriegt ein Comeback. Das wird wild. Die angeblich schädlichen Auswirkungen von Computerspielen gezeigt, doch damit nicht genug. Norman bekam rasend schnell He's the new Hitler, Junge, übertreib mal komplett. Hasskommentare aus der ganzen Welt und wurde von Mitschülern so heftig gemobbt. Denkst du, mein Kommentar wird auch irgendwann mal kommen? Es tut mir leid, wenn ich halt nicht jeden Kommentar umsetzen kann, aber ich hab halt sehr viele und es ist einfach nicht möglich, dass ich alle mache. Das tut mir auch wirklich leid. So gut. Ich sehe auch, dass manche Leute wirklich seit 2 Monaten den gleichen Kommentar schreiben, aber es ist halt nicht möglich. I'm sorry. Gut, es ging zurückzog. Als der Hass gegen ihn aber nicht aufhörte, fing er an zu trainieren, um seinen Körper so zu ändern, dass er nicht mehr erkannt werden konnte. Das heftige Mobbing hatte bei ihm aber so große Spuren hinterlassen, dass er schließlich selbst begann, gewalttätig zu werden. Das ist so sad. Nachdem er einen Amoklauf ankündigte, musste er sogar ins Jugendgefängnis und schließlich Sozialstunden leisten. Zeitweise war Norman auch drogenabhängig und lebte als Obdachloser im Frankfurter Bahnhofsviertel. Im Jahr 2015. Das ist echt sad. Also ich hoffe, dass da noch welche kommen, die halt, gut, das heißt, das Leben ruinieren, das Video. Ich meine, das kann sich auf verschiedene Arten auswirken. Es gibt ja so Leute wie Hide the Pain Harold, ne, der das dann voll nutzt und wo da was Positives draus wird. Das ist schon geil. Dann kam man im Internet kaum an dem Phänomen These Nuts vorbei. Der ist auch funny gewesen. Got him! Ja, genau. Wer kennt den alles? Mann mit dem auffälligen Kollegen, Gebiss, der einem Freund am Telefon einen Witz erzählt und sich dann schlapplacht. Der im Video zu sehende Welvin Harris, der das Video damals zum Spaß hochlud, profitierte zunächst von seinem unerwarteten Ruhm und konnte so viele Follower gewinnen und einige bezahlte Aufträge an Land ziehen. Der junge Mann schlecht. Wurde dabei aber von seinem Manager extrem ausgenutzt und sein Leben geriet in kurzer Zeit völlig aus den Fugen. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, Frauen belästigt zu haben, und es verbreiteten sich Gerüchte darüber, dass er angeblich verhaftet wurde, was nicht. Wo kommen denn dann immer solche Gerüchte her? Also wer stellt sich denn dann hin und labert dann immer irgend so eine Scheiße über die Leute? Stimmte. Schließlich wurde auch noch sein Instagram-Account gehackt und über Nacht verlor er all seine Follower. Welvin versuchte seinen Meme-Erfolg fortzuführen, was ihm allerdings nicht gelang. Schlimmer noch, immer wieder wurde er auf der Straße von Leuten geschlagen oder ausgeraubt, was sich, warum auch immer, zu einem echten Trend entwickelt. Hä? Why? Wer macht denn sowas? Also Leute, wenn ihr bei solchen Trends mitmacht, ne, was soll die Scheiße? Bitte nicht. Mein Bildungsauftrag sagt hier, lasst so eine Scheiße. Welvin Harris lebt zwar aktuell noch und ist nicht verstorben, wie viele Internetvideos behaupten, allerdings scheint er infolge der Ereignisse dem Alkohol verfallen zu sein und gibt auch selbst zu, dass er zu viel trinkt. Das nächste Meme auf unserer Liste ist kein Video. Schlimmer als Drachenlord. Ich bin wirklich gespannt, wo die Drachenlord-Saga noch hingeht. Aber ich finde, Drachenlord ist auch nochmal wirklich ein anderes Thema, weil er ja auch wirklich nur davon lebt, dass Content über ihn gemacht wird.
So, ich meine, ich bin ja auch ein Teil davon. Ich habe auch schon öfter Drachenlord-Clips und so verwendet. Ich finde, es ist aber halt immer ein Unterschied. Mache ich jetzt irgendwie, benutze ich einen Clip von Drachenlord oder sowas, der halt einfach funny ist? Oder gehe ich zu ihm hin und, weiß ich nicht, verprügel ihn? So, da muss man natürlich ganz klar unterscheiden. Danke für die Bits. Aber wisst ihr, was ich meine? So, ich finde, wenn man so einen Clip über einen Drachenlord verwendet, dann ist das nicht verwerflich, weil ohne diese Clips würde Drachenlord nicht existieren. So, seine Existenzgrundlage sind Leute wie ich, die Videos über ihn machen. Aber es gibt keinem Menschen das Recht, irgendwie zu ihm hinzugehen und vor ihm oder ihn direkt irgendwie zu beeinflussen oder zu belästigen. So, das ist halt eine ganz andere Sache. Video, sondern ein ganz klassisches Meme-Foto. Und zwar das von Scumbag Steve, zu Deutsch also Drecksack Steve, einem jungen Mann, der durch verschiedenste Bildunterschriften als dreister. Also das mit Paluten mitbekommen, hat gerade jemand im Chat geschrieben, ja? Das scheint jetzt echt ein großes Ding zu sein. Das Ding ist, Paluten ist so ein YouTuber, der tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen ist. Weil als ich, sag mal so, in dieser Minecraft, deutschen Minecraft-Schiene noch so ein bisschen drin war, vom Gucken, da war ich halt auch noch echt jung und ich weiß gar nicht, also da habe ich Paluten überhaupt nicht wahrgenommen. Ich glaube, der wurde auch erst kurz danach so richtig groß. Und ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie ein Paluten-Video gesehen. Ich habe einmal einen Clip von ihm verwendet, den ich ganz funny. Zwei Clips habe ich von ihm schon verwendet. Zwei Clips vom Paluten. Aber wir können uns das auch mal anschauen. Kommt bald noch mein Fall Guys Map Video, will ich irgendwann nochmal machen, ja. Ist nur immer ein bisschen schwierig, da die Leute dazu zu bekommen und sowas und das zu organisieren. Aber wird auf jeden Fall noch irgendwann nochmal kommen. Jugendlicher dargestellt wird. Das Meme wurde schnell millionenfach verbreitet, da der junge Mann durch seinen Blick und seine Kleidung in den Augen vieler Internetnutzer das perfekte Symbol für einen swaggy, rücksichtslosen Idioten darstellte. Der Mann auf dem Bild heißt allerdings nicht Steve, sondern... Aber den erkennt man doch nicht, oder? Ganz ehrlich, wenn mir der auf der Straße entgegenlaufen würde, den erkenne ich doch nicht. So, das ist ja schon so ein Allerweltsgesicht, sage ich jetzt mal, ganz unwertend. Ja, also kann man jetzt nicht vorstellen, dass es für so jemanden dann auch so krasse Konsequenzen hatte, oder? Darstellte. Der Mann auf dem Bild. Was wieder bei Craft Attack mit? Ah, okay. Nichts. Craft Attack habe ich halt auch nie mitbekommen. So, ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal wirklich gesehen, dass das existiert, so, das ging komplett an mir vorbei, so. Ich habe mit der deutschen Szene jetzt nicht so viel zu tun. Hab da 2-3 Videos geguckt von Basti GHG, aber sonst, ich wusste halt auch nicht wirklich, was Craft Attack so wirklich ist. Steve, sondern Blake Boston und soll im echten Leben eigentlich ein netter Typ Hallo, sein. Matt. Die millionenfache Verbreitung seines Fotos mit tausenden verschiedenen Bildunterschriften nahm der damals 21-jährige Amerikaner aber zunächst mit Humor und veröffentlichte sogar selbst einige YouTube-Videos. Sag dir, Paluten, was ja vom Namen her kenne ich schon, ich weiß auch, wer er ist, so, also ich, wenn du mir ein Bild zeigst, ich erkenne ihn schon, aber ich weiß halt nicht, welchen Content er macht oder so. Ich kenne seine Videos nicht. Die Kunstfigur Scumbag Steve darstellte. Schnell wurde ihm jedoch alles zu viel. Blake wurde nicht nur mit unzähligen Hassnachrichten bei Facebook bombardiert, sondern auch das Telefon seiner Familie und seiner Freundin stand Tag und Nacht nicht mehr still. Und kurz bevor er Vater wurde, wünschten Hater sogar seinem ungeborenen Kind den Tod. Während Blake das ursprüngliche Foto, das später zum Meme wurde, immerhin noch selber im Internet gepostet hatte, wurde die nächste Person sogar komplett gegen ihren Willen gefilmt. Es geht nämlich um den Ich-muss-raus-Jungen. Das stimmt, es macht auch nochmal einen riesen Unterschied, ob du dieses Meme selber erstellst oder wie hier, es filmt einfach nur irgendwer. Wobei ich mir bei solchen Situationen wie dem Kollegen hier immer frage, so, du weißt doch nicht, dass gleich irgendwas Lustiges was Lustiges passiert. Wer filmt denn einfach so eine Tür im Bus? Hä? Ja, um diesen Schüler, der aus einem Bus aussteigen will, was ihm durch die sich schließende Tür zunächst nicht gelingt. Nachdem er in dieser für ihn unangenehmen Situation vor knapp 7 Jahren gefilmt wurde, gewann das Video gerade in den letzten 2 Jahren wieder größere Beliebtheit. Daher hat sich mittlerweile ein... Ich finde sowas, denke ich mir ja eben auch so. Da müssen ja Leute wirklich den ganzen Tag irgendwo in der Gegend rumfilmen, falls mal was Lustiges passiert. ...locker auf die Suche nach ihm gemacht und weil auch sein Video viral ging, wurde der Ich-muss-raus-Junge schließlich gefunden. Ein Interview geben oder sich zeigen wollte er jedoch nicht.
Wenn er das nicht will, dann lass ihn doch in Ruhe. Wie eine Mitschülerin berichtete, hatte er durch seine Meme-Bekanntheit eine sehr schwere Phase in der Schule und er wurde sogar lange Zeit gemobbt. Tatsächlich gab es auch einen anderen deutschen TikToker, der sich in mehreren viralen Videos als der Ich-muss-raus-Junge ausgab. Doch letztendlich stellte sich heraus, dass der TikToker nur gelogen hatte. Alter, das ist ja richtig erbärmlich. Dass du einfach so tust, als wärst du in irgendeinem Meme mal gewesen als Kind, nur um irgendwie Reichweite zu bekommen. Das ist ja richtig traurig. Alter, was ist das denn? Zum Schluss kommen wir noch zu Video von Paluten hat mehr Likes als Aufrufe. Das ist oft so bei YouTuber Anfang, dass die Aufrufe noch nicht schnell genug aktualisiert werden. Jungen, der schon vor 13 Jahren als ey, der Big Tasty Kritiker viral. Aber das hat auch nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Ging und es immer noch regelmäßig in Meme-Compilations schafft. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt, bis auf das Aussehen. Zu sehen ist hier der damals 14-jährige Lars Kloß, der sich in einem McDonald's über die aus seiner Sicht mangelnde Qualität eines Burgers beschwert und ihn mit Burgern vergleicht, die er schon vorher gegessen hatte. Einer seiner Freunde lud das Video des McDonald's-Besuchs. War der nicht auch irgendwie gesagt, so, ich habe in meinem Leben schon 100 Big Tasties oder so gegessen. Das war ja das, was ich so ein bisschen krass immer fand. Für den Follow, Parky 2. Es hoch, ohne dem Jungen etwas Böses zu wollen. Stattdessen wollten die Jungs mit dem Video nur einen gemeinsamen Tag dokumentieren. Als der Uploader merkte, dass sich viele Internetnutzer über Lars lustig machten, löschte er das Video wieder. Doch anschließend ja, ist schon wurde zu spät. Es von Unbekannten immer weiter verbreitet und millionenfach angesehen. In den Kommentaren wurde der Junge vor allem für sein Aussehen beleidigt, was ihm sehr zu schaffen machte. Denn tatsächlich litt Lars Kloß damals an einem Hirntumor und musste starke Medikamente nehmen, die zu Wassereinlagerungen führten und ihn dick werden ließen. Ihm war bewusst, dass er nicht mehr lange leben würde, wie auch seine Twitter-Beiträge aus dieser Zeit zeigen. Boah, das ist richtig sad. Ich weiß nicht, ob ich schon mal dieses Meme benutzt habe in Videos, aber es gibt mir jetzt voll das schlechte Gewissen, falls ich das mal benutzt habe. Ich weiß es nicht.